Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars: The Old Republic. Es geht weiter. Und ich bin krank, scheiße Mann. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht zu schlimm. Ja, ich mach. Ach, Kisten, was? Das geht jetzt gerade nicht. Wow, ich kann nicht mal die Kisten öffnen. Das ist gemein. Müssen auf die Party schleichen. Was machen wir da? Es ist strikt verboten, die Feierlichkeiten vorzeitig zu verlassen. Aber jetzt mal ehrlich. Achso, wer der würde Scheiß. auch so einen Haltet euch von der Horizontwache fern. Wenn wir nicht wollen? vorsichtig sind, erkennen sie unsere Verkleidung. Scheiß Horizontwachen. Warum können die das erkennen und die anderen nicht? Die anderen müssen ja ziemlich doof sein, die normalen Wachen. Und schneller kann ich auch nicht laufen. Ich dachte, das wäre eine Feier zu Ehren der Kaiserin. Ich wusste gar nicht, dass es Ehrengäste Oh, gibt. Kacke. Schockhalsbänder sind schon etwas verstörend, aber die Verräter haben nichts anderes verdient. Ja, sehe ich auch so. Kaiserin Valen. Ja, natürlich. Habt ihr diese Kreatur in der Kampfarena gesehen? Grauenvoll. Wundervoll, nicht wahr? Ich Was? Grauenvoll, wundervoll. Oh, das ist eine großartige Idee. Da unten ist die Kampfarena. Was ist erlaubt? Ein Foto? Ein Holo, ja, stimmt. Fotos gibt es ja hier nicht, gibt ja nur Holos. Verräterin, bringt mir noch einen Drink. Aaron, ich bin es doch, Nalia. Wir waren 3 Jahre lang Nachbarn. Ihr müsst mich mit jemandem verwechseln. Aber Aaron. Mit Verrätern habe ich nichts zu schaffen. Was ist jetzt mit dem Drink? Was für ein Arschloch, Alter. Lana, wir sind auf der Feier. Könnt ihr mich hören? Klar und deutlich. Wir haben uns in die Turmsicherheit eingeklinkt und können jederzeit helfen. Meine Lieblingsritter. Willkommen beim großen Festival der Kaiserin Valen. Wir müssen vorsichtig sein. Die Feier wird von Holonetz-Drohnen in der ganzen Galaxis übertragen. Ein Publikum für ihre Grausamkeit. Kameras könnten nützlich sein. Sie können zusehen, wie ich sie töte. Valen will an den Rebellen ein Exempel statuieren. Wir müssen sie befreien, bevor es zu spät ist. Das sehe ich ganz genauso. Es wird nicht einfach werden, diese Schockhalsbänder zu entfernen. Habt ihr da irgendeinen Trick auf Lager? In der Tat. Party mit Bringsel? Ionenladungen für die Sicherheitsrelais. Aktiviert sie, während Valen ihre große Rede hält. Die Explosion wird die Halsbänder deaktivieren und meine Mitstreiter können angreifen. Die Rebellen sollen vorsichtig sein. Das ist beeindruckend, Indo. Eure Leute sind auf sich allein gestellt. Sagt den Rebellen, dass sie sich von der Horizontwache fernhalten sollen. Um die Eliteeinheiten kümmere ich mich selbst. Ist vermerkt. Von den Lichtschwert bewährten Gruselgestalten fernhalten. Ich halte die Feier am Laufen, während ihr die Ladungen platziert. Sobald das erledigt ist, zeigen wir der Kaiserin, was wir drauf haben. Notiz, ihr müsst euren Verstand einsetzen, wenn ihr Valens Palast infiltrieren und die Sicherheitsrelais sabotieren wollt. Erkundet die Umgebung, sucht nach Hinweisen und sprecht mit Leuten im Palast. Wenn ihr Hilfe braucht, nutzt die Fähigkeit Hinweis. Aha. Ich brauche keine Hilfe. Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe das zwar schon mal gemacht, aber habe schon wieder alles vergessen. Ja, geht's hier mal weiter, oder mit? Ach, mit der... Oh. Maustaste nimmt er nicht. Man muss natürlich die Leertaste drücken. Steht da natürlich auch nicht, ne? Sehr schön. Der Moment, auf den wir alle warten, ist fast da. Und denkt daran,
Wer bei einer königlichen Ansprache dazwischen redet, wird mit dem Tod bestraft. Komme ich da jetzt einfach so hin? Er war ja klar, ne? Was will er von mir? Tut mir leid, aber ihr habt hier keinen Zugang. Mhm. Wie verschaffe ich mir den Zugang? Ich glaube, das war irgendwas mit Essen holen. Muss ich in die Kantine oder irgend sowas? Ach, hier, was? Tut mir leid, aber die Küche ist gesperrt. Ja, okay. Brauchen wir schon mal einen ersten Hinweis? Oder ich, eher gesagt, Hinweis. Sprich mit der Kasernenwache im Obergeschoss. Ras und die Ubo-Könige. Was sind denn Ubo-Könige? Ach, das ist eine Band. Okay, alles klar. Das ist doch alles langwierig hier, ey. Kisten kann ich auch nicht aufmachen. Ich meine, wenn man das einmal macht, die Mission, das ist ja ganz nett, mal was abwechslungsreich ist. Aber wenn man es mit mehreren Charakteren hochspielt und erledigen will, dann ist es echt nervig. Weil hier sind so viele Laufwege. Gut, da kann ich nicht rein. Sehr schön. Kein Zutritt bis zum Schichtwechsel. Essen dabei, okay. Wenn ich Essen habe, dann... Ne, was meint... Was, welche... Was? Hauptebene? Küchenhilfe? Das war doch deine Typ eben. Oder sehe ich das richtig verkehrt? Oder was? Wie? Wo? Was? Hauptebene, muss ich gleich wieder runterspringen hier. Tut mir leid, aber ihr habt hier keinen Zugang. Ja, alles klar. Total unauffällig. Achso, jetzt kann ich Küchenhelfer. Tut mir leid, aber die Küche ist gesperrt. Ja, bist du doof? Wir haben Freigabe. Wenn ihr eine Bestätigung wollt, beschwert euch bei Indosal. Euer Wort genügt mir. Dieser Indo kann mir wirklich gestohlen bleiben. Ha, Hoshi. So einfach lässt er sich austricksen. Jetzt holen wir uns hier das Essen. Verpflegung für die Wachen könnte sich noch als nützlich erweisen. Na aber, kann ich gleich mehrmals was mitnehmen? Nee. Ich glaube, für eine Wache reicht. Es sind zwar zwei Türen, aber ich glaube, dann sind sie beide weg. Ach nee, ich musste nur in die eine oben rein. Und die andere Wache, die, da komme ich dann vorbei, wenn ich, glaube ich, irgendwie was habe, einen Pass oder keine Ahnung wie, was, wo. An alle Leute, die dann Twitch haben, ich habe es mal gestreamt, getestet, also Fortnite geht zumindest schon mal. Wenn ich denke mal, dass Star Wars auch geht, wenn ich das auf, wenn wir meinen Bildschirm auf 1720 mal, ne, was, 1280 mal 720 runterschraub. Hat hier jemand was zu essen bestellt? Ja, komm. Oder auch Zeit, geht schon rein, sonst knabbern sie sich noch selbst die Arme ab. Oh mein Gott. Weil das Fenster hier zum Beispiel habe ich jetzt gerade auf der Auflösung 1600 mal 900 im Fenstermodus. Das heißt, ich sehe also um mein Spielbildschirm rum noch den Desktop. Das Essen ist da. Endlich. Danke, dass ihr es vorbeibringt. Wow. Alter, was für ein Festmahl. Wie habe ich das bitte alles allein getragen? Und mein Desktop ist ja Auflösung 1920 mal 1080. Durch verschlossene Türen. Ah, verschlossene Tür mit dem Schild, geil. Oberhammer, Tittenaffen, geil, wow. Sonst noch was? Nö. Also erstmal hier rein. Was soll denn das bringen? Ich habe ein Schild, halte ich das Schild hier gegen oder was? So gegen halt einen Scan. Wie so ein Dongle auf Arbeit, diese kleinen Chips, die man so mit sich rumträgt und dann... Hält man das an der Tür ran und dann geht die Tür auf. Die Hologramme von Kaiserin Wählen liegen im Empfangsbereich bereit.
Sie machen einfach jedes Zuhause heller. Wow, sie machen es heller. Ich habe zu Hause Licht, Junge. Von mir ist es auch so hell. Es gab einen Durchbruch. Ich erinnere mich noch an den letzten Narren, der so ein Versprechen abgegeben hat. Ich finde immer noch Stückchen von ihm in meinen Haaren. Ich bin zuversichtlich, was die Resultate betrifft. Ihr werdet schon bald von eurer Schwäche befreit sein. Bereitet meine Ankunft vor. Aber zuerst muss ich ein paar Verräter töten. Oh. Die Ladung ist platziert. Wir sind fast soweit. Das könnte böse enden, ne? Ich glaube, die Horizontwachen erkennen mich trotzdem, ne? Ja, ist sonst noch irgendwas hier? Vor vielen Jahren schickte das ewige Imperium Schläferagenten zu den Kernwelten. Um das niedere Vorland auszuspionieren. Exakt. Boah, interessant. Der erfolgreichste dieser Agenten hatte den Decknamen Wächter Isaacs. Er war ein starker, treuer Sohn Sakuls. Bis zu dem Tag, an dem er seine Heimat im Stich ließ. Hat der arme Narr Heimweh bekommen? Nein. Er war stärker, als ihr es je sein werdet. Aber er hat sich dennoch gegen uns gewendet. Ach, so groß sind die Verlockungen des Vorlands. Was, geht das nicht? Ich wollte mich gerade hinsetzen mit Stuhl 2, oder habe ich das den Mut nicht? Ich mache mal nur sitzen. Nee, das geht nicht. Egal, bloß weil ich diese doofe Rüstung dann habe. Ich wollte mich da hinsetzen und der Geschichte lauschen, aber nein, es funktioniert nicht. Ach, eigentlich brauche ich das gar nicht. Ich weiß ja, wo ich hin soll. Hä? Warum bin ich nicht vorne auch gelangt? Oder war die Tür zu? Ach nee, das ist ein... Nee, Wohnzimmer, was? Wie? Ach, die Tür ist verschlossen. Muss ich wohl zu ihm hingehen, der macht Zimmer auf. Captain, warte, ich bin Commander, Junge. Leck mich. Hört. Zugang, Wartungsberechtigung erforderlich. Bis, wie komme ich denn rein? Wartungsberechtigung, wie bekomme ich die? Ich habe keine Ahnung. Auch Wartungsberechtigung, okay. Der klassierte Kell ist fertig. Schon wieder Falschdroide. Das würde ja nicht mal ein verhungernder Hund unterkriegen. Mach eine neue Portion. Ich habe es nun schon 19 Mal probiert. Und jedes Mal kam eine kulinarische Abscheulichkeit dabei heraus. Kaiserin Valen verdient Perfektion, keine lahmen Ausreden. Wow, der arme Roboter. Aber so ein Kochroboter wäre echt geil, ne? Oh, was wäre das geil. Wenn jeder... Na ja, gut, man müsste natürlich auch das gewisse Einkommen haben, dass man sich diesen Roboter leisten kann, ne? Aber so zu Hause so ein Roboter, der alles macht... Würde ich mir sofort einkaufen. Ich würde den ganzen Tag nur zocken und dann würde ich dem Roboter sagen, bring mir Cola, mach mir Pizza. Alter, ist ja so geil. Ich würde dann nachher auch aussehen wie so ein Hutte, total fett und könnte mich nicht mehr bewegen. Dieses Mal will es Indu aber wirklich wissen. Ich habe 400 Flaschen Sakulwein gezählt. 398. Ich habe 2 für uns abgezweigt. Offiziell sind sie heruntergefallen. Mein gutes Vorbild zahlt sich aus. Wow, Alter. Lass mal noch eine dritte Rolle fallen, ich will auch eine. Okay, das ist kaputt. Scheiße. Jetzt ist er da ausgesperrt. Kommt gleich wieder, ne? Kommst du?
Scheiße. Also diese Sicherheitsabregelung. Fangt gar nicht erst davon an. Ich muss ja schon eine Blutprobe abgeben, wenn ich nur auf Toilette gehen will. Ich habe Vorarbeiterzugang, aber mir geht's auch nicht viel besser. Schon kapiert. Ihr seid Vorarbeiterin. Ich sag ja nur, wir haben es alle nicht leicht. Vorarbeiter. Ich weiß auch nicht, warum das Vorarbeiter heißt. Eigentlich müssten die Vorarbeiter doch vorarbeiten, ne? Also die müssten ja dann zeigen, wie man ordentlich arbeitet oder was. Komme ich auch wieder raus? Gut. Jetzt haben wir zumindest diese Wartungskarte. Weil meistens sind noch Vorarbeiter irgendwelche Typen, die irgendwo in ihrem Büro sitzen. So eine Art Schichtleiter oder Obermacker, ne? Selber nicht arbeiten, aber Vorarbeiter heißen, ne? Mhm. Das wird nix, dann muss ich wieder oben lang. Also über vorne. Aber jetzt komme ich ja hier rein. Sehr schön. Guck mal, da ist ein Rancor. Da schmeißen wahrscheinlich auch ihre unliebsamen Mitarbeiter rein. Ja, das ist natürlich der Nachteil von Humanoiden, ne? Die könnten widerspenstig sein, da muss man sie entsorgen. Stört bitte nicht die Köche. Wenn man nicht gerade so einen Rancor im Keller hat, der das dann für einen übernimmt, ne, dann ist das nicht so. Da sind schon Roboter echt geil. Wieder ein Plus für unseren Hausroboter. Ich mute mich mal kurz, ich muss mal ausschnaubern. Ich bin total verrotzt, das geht gar nicht. So, da bin ich wieder, bin ich, ja gut, ich bin nicht gemutet, habe ich aufgepasst, das wäre dann mega grau, wenn ich noch gemutet wäre, ey, was ist das, und dann will ich aufnehmen, kostenlose Hologramme von Kaiserin Valen, was, ja, was soll ich damit, brauche ich das später? Ich meine, es war umsonst, ne? Ich bin ja auch immer so ein Typ. Wenn es was umsonst gibt, dann her damit. Wie, das ist ein Darmrasierer. Es ist umsonst, gibt's ja. Auch wenn man es nicht braucht, Hauptsache umsonst, her damit. Und nein, ich habe keinen Darmrasierer zu Hause liegen, falls das sich jemand denkt. Aber wenn mir jetzt jemand sagen würde, hier kannst du haben, ist neu, ist umsonst, dann ja, her damit, ne? So ein richtiger Messi, ich würde alles nehmen, was umsonst ist. Sofern es dann noch gebrauchsfertig ist und nicht benutzt oder irgendwie sowas. Maschinenschrank. So haben wir es jetzt. So, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, was wir machen sollen. Jetzt müssten wir eigentlich, glaube ich, nach unten gehen und mit, wie hieß er, reden? Nein. Weiß ich nicht. Verschaffte mit dem Schild des Captains der Ritter Zutritt zur Sicherheitszentrale auf der Hauptebene. Sicherheitszentrale auf der Hauptebene. Heißt also erstmal wieder runtergehen. Sicherheitszentrale. Da unten. Mhm. Ach, das war da unten, wo auch die Wartung war. Oder was? Oder wie, oder wer, oder was? Boah, das ist eine richtig spannende Mission, ne, Leute? Hab ich nicht recht? Zurücktreten. Nur für Captains. Ich bin ein Captain. Lasst mich vorbei, bevor ich euch degradieren und zur Putzkolonne schicken lasse. Bitte entschuldigt. Fühlt euch wie zu Hause. Ja, man muss halt nur redegewandt sein, ne? Du nimmst einfach ein Schild, siehst aus wie ein Captain, dann musst du dich auch verhalten wie ein Captain. Das war auffällig, da Leute in der Nähe sind. Oh, scheiße. Gehe ich dahin, da sind keine Leute in der Nähe.
schlechtere Laune als sonst. Oh Gott. Das will was heißen. Der Bestienmeister. Lass mich euch helfen. Ja, Moment mal, da war doch noch mehr, ne? Ach nee, hier die Treppe runter. Nee, hier muss ich rein. Alles klar. Was habe ich gesagt, Beth? Wiederhole, was ich dir gesagt habe. Sorg dafür, dass die Kleinen gesund bleiben. Sorg dafür, dass die Kleinen gesund bleiben. Und jetzt sieh dir diese Kleine da drüben an. Sieht die etwa gesund aus? Nein. Du bist nutzlos, Beth. Jetzt gib ihr die Medizin. Sonst verfüttere ich dich stattdessen. Aber sie will sie nicht nehmen. Vielleicht kann ich die Medizin in ihr Futter tun. Oh, armes, krankes Kind. Hoffentlich frisst sie ihn jetzt auf. Ha! Nehmen wir uns einfach die Medizin. Keine Ahnung, was wir wollen, ne, aber... Ich weiß ja nicht, was Valen den Bestien verfüttert, aber der Gestank ist wirklich erstaunlich. Macht es einfach so wie ich. Atmet nicht mehr durch die Nase. Wenn ihr glaubt, dass ich diesen abscheulichen Gestank in meinen Mund lasse, habt ihr euch aber gewaltig geirrt. Was glaubt ihr denn, was passiert, wenn ihr den Mund zum Reden aufmacht? Ich hasse euch. Echt mal, halt die Klappe. Okay, das war richtig. Was ist das hier? Maschinenraum? Ah, ja, ja. Verladegang, Zugang. Wett. Ich habe irgendwas gemacht. Verladerampe, Zugang, entriegelt war das, glaube ich. Achso, kann ich noch immer. Gut. Ja, dann wird es wohl stimmen, ne? Oh, wo rennt er lang? Alter, du bist ja lustig. Ja, da komme ich. Oh mein Gott, er kann fliegen. Scheiße. Ach so, falsche Tür. Das war's hier unten schon. Nee, wie komm... Na, ich wollte schon sagen. So, und hätten wir jetzt alle Dinge angebracht? Zu Staub zermahlen. Jetzt versteckt sich der Fremdling furchtsam, während meine Flotte durch die Galaxis stürmt. Ich bin der Zorn des Drachenfeuers. Ich bin eure ewige Kaiserin. Ihre Lügen enden jetzt. Machen wir eine Szene. Ich mache sie eindeutig fertig. Es wird Zeit, dass die Bewohner Sakuls die Wahrheit erfahren. Und wir werden sie enthüllen. Werden wir die Rüstung los. Wir müssen eine Rede unterbrechen. Das
So, wieder nach oben gehen, Rede unterbrechen. Alles klar. Dass der Oleg heißen muss, ne? Also wegen der Größe jetzt so. Hat so was vom Türsteher irgendwie. So ein russischer Türsteher, Oleg, ne? Groß, muskulös. Kann ich jetzt hier mit was machen? Nö. Oh, Leute in der Nähe. Ja, kommt da noch was? Hallo? Ich würde gerne weiterspielen. Da lassen sie die Rüstung echt mitten einfach im Gang liegen, ne? Heute feiern wir die Stärke des ewigen Imperiums und sehen zu, wie unsere Feinde leiden. Die Rebellen, die auf Isaac spucken. Und der Wurm, der mich verraten hat. Sie verdienen es, ewige Qualen zu erleiden. Und niemand, nicht einmal der Fremdling, kann sie retten. Ja, und da komme ich auch schon. Da irrt ihr euch. Das war fast schon zu einfach. Ihr seid erbärmlich. Die Allianz lässt ihre Leute niemals im Stich. Ihr habt also Indus Fäden in der Hand. Oder ist es Vater, der euch beide kontrolliert? Ihr seid die Einzige, die unter Valkorions Bann steht. Kennt die Öffentlichkeit eigentlich die Geschichte eurer Konditionierung? Oha. Jetzt rastet sie aus. Verneige dich vor dem Drachen von Sakul. Jetzt schlagt zurück. Warte, nee, jetzt schlägt Sakul zurück. So. Befreit für die Großaufnahme? Was? Befreit? Bereit, Alter. Oh, ich kann es aber nicht lesen. Bist du bescheuert? Euer Imperium gehört mir. Es wird Zeit, euch euren Untertanen zu stellen. Das liegt jetzt nur daran, dass ich krank bin. Ich bin nicht mehr imstande, Let's Plays aufzunehmen. Für Sakul. Ihr könnt nicht gewinnen, Fremdling. Letzte Chance aufzugeben. Sakul, folgt mir. Ihr seid so gut wie tot. Tretet freiwillig ab, dann endet diese Sache ohne Blutvergießen. Oh nein. Wir können uns diesen Spaß doch nicht entgehen lassen. Ja, was für ein Spaß. Commander, pass auf! Fast meine Schwester lebendig. Ah, hier geht die Post ab, ey. Gute Neuigkeiten. Wir haben Arkan gefunden. Hoffentlich ist er auf unserer Seite. Das kommt aber jetzt ungelegen. Er darf meine Autorität nicht untergraben. Wenn er sich uns anschließen will, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt. Dann sollten wir besser los. Oha.
Ja, erstmal doch runterspringen, ich glaub's auch. Okay. Was? Alter. Blöden Viecher. Verpiss dich. Oh, wir müssen die Typen retten. Das kann knapp werden, oder müssen wir die gar nicht retten? Keine Ahnung. Oh, das war knapp. Leben noch alle? Ja. Aber nicht mehr lange. Oh, Rancor Junior. Großes Kind. Ja, Hauptsache. Junior ist groß. Kriegt aber Namen von einem Kleinen. Das ist genauso wie bei Crash Bandicoot. Habe ich früher gezockt. Da hieß er Tiny Tiger. Tiny ist klein und Hauptsache, das war dann irgendwie der größte Gegner. Haben wir es jetzt? Ja. Nein, ich will noch nicht mit ihm reden. Warte. So, Kampf ist vorbei. Ach so, jetzt habe ich die Rüstung hier abgelegt. Jetzt kann ich endlich die doofen Kisten öffnen. Oh. Ich war schon ganz juckig, so richtig rallig war ich. Aber nun ist es endlich soweit. Alter, das dauert aber auch. Oh, Gold. Gold. Schleuder. Geil. Den Kristall habe ich schon. Wer einen fortschrittlichen, zart-violetter, unzerstörbarer Kristall haben möchte, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Ihr wisst ja, ihr müsst auf dem Server T3M4 spielen und möglichst nur auf Rap-Seite. Oder was heißt möglichst nur auf Rap-Seite. Wenn ihr einen Imp-Char habt, dann müsst ihr halt dann den Namen von euren Rap-Char geben und in die Kommentare schreiben. Ergänzungskörperrüstung des Runensuchers, die habe ich auch schon. Wer die haben möchte, kann es gerne sagen. Druidenteilregal. Ja, komm, das auch. Die drei Sachen reicht. Jetzt muss ich echt, ich muss Kisten sparen. Das reicht jetzt noch für 5 Folgen, wenn ich jeweils 2 Kisten aufmache. Pro Folge. Hatte ich nicht noch andere? Ne, die anderen habe ich, glaube ich, letzte Folge aufgebraucht. Oh, scheiße. Das ist ja gar nicht gut. Warte mal, jetzt zeige ich euch noch schnell den Gleiter. Paketbetrachter, Gegenstandsversteck. Nee, was? Das ist ein anderer. Oh, Alter. Neu. So, dann holen wir erstmal das Regal raus. Ein Regal. Das Ding habe ich sogar 5-mal, Alter. Oh, also wer die Ergänzungskörperrüstung des Runensuchers haben möchte. Och nee, jetzt hat er das schon wieder runtergemacht, Alter. Oh, dann verschenke ich halt nur eine. Die anderen kann ich ja irgendwann mal in Streams verschenken oder irgendwie so. Also wie gesagt, ich habe einen Twitch-Account und ich will irgendwann mal öfter streamen. Also ich habe schon ein paar Teststreams gemacht. Aber ich glaube, ich werde das nochmal irgendwann groß ankündigen. Am besten, wenn ich irgendwie Ferien habe oder Wochenende. Dieses Wochenende ist scheiße, weil ich heute zum Geburtstag muss und dann morgen sind Wahlen und da habe ich auch nicht wirklich Zeit dann. Ich meine, zur Wahl gehen ist ja jetzt eigentlich keine große Sache, aber ich wohne jetzt woanders, als mein Wohnsitz ist. Deswegen muss ich erstmal noch 26 Kilometer bis zur Wahl fahren. Dann bleibe ich eh bei meiner Oma oder bei meiner Mutter, dann essen und all so ein Kram. Dann ist der Sonntag auch gelaufen, naja. Gut, ja, das war's für diese Folge. Dann bis zum nächsten Mal, euer Commander Peace.